Jetzt gucken wir mal endlich mal wieder in die Aufgaben rein. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Einmal nach Hogsmeade. Ich bin am überlegen, ob wir den Weg nicht mal einfach laufen. Nein, das tue ich euch nicht an. Wir haben ja so viel nebenbei gemacht, das tue ich euch jetzt nicht an. Warum ist. Ja. Ich helfe hier nebenbei. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja. So soll es sein. Tüdelü. Hier lang. Schön, hallo. Das ist ein Apfel. Und eine Birne. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's, was immer Sie auch vorhaben. Ich, natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Megapower-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Megapower-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dort fand sie beim Ausräumen eines Schranks, einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ja, klar. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Ja, dann, Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie Dot von mir. Mache ich. Wie weit muss ich laufen? Aber die, das wäre der Weg, den Weg laufe ich. Ich hab sie gesehen. Bei ihm habe ich keine Nachsicht. Geben Sie sie zurück. Was denn, Sir? Wir haben nichts genommen. Geben Sie sie zurück. Ich habe nichts, Sir. Es war nur das eine. Das waren alle, Sir. Ehrlich, ich schwöre. Also, wie oft wollen Sie beide meinen Laden denn noch plündern?
Ich schwöre, es waren nur die, Sir. Wirklich, Sir. Mehr würden wir nie nehmen. In Azkaban wird man für solche Mädchen kein Verständnis haben. Warten Sie nur, bis ich Ihre Mütter sehe. Das war etwas harsch. Das ist aggressiv, Junge. Rebellion. Hier. Hallo. Ha. Waschleichseife. Wer sich mit diesem Stück Seife waschen möchte, kann sich auf ein amphibisches Erlebnis der besonderen Art einstellen. Wenn die Seife unter Wasser gehalten wird, bahnen sich kleine Kaulquappen ihren Weg aus dem Schaum. Hier ist noch mehr irgendwo, ne? Hier oben vielleicht? Stinkbomben. Die Stinkbombe ist ein beliebter Schabernack, denn sie erzeugt einen üblen Geruch, der jeden im nahen Umkreis fluchartig vertreibt. Gut, gut. Dann haben wir alles. Also Hauptstory ist nicht so mein Ding. Ich glaube, das ist tief fertig, ich habe das dauert noch ein bisschen. Ah, ich muss noch diesen Mond sammeln gehen. Ne, doch hier lang. War doch richtig. Auf geht's nach Hogsmeade. Nein. Nach Hogsfield. Schön in der Nacht rausgehen. Gibt da nicht irgendwie eine Ausgangssperre für junge Zauberer? Kann ich auch Schafe einfangen? Dieser Tag ist schon viel zu lang. Oh, mit dem Amboss, Alter. Aua. Rebellion. Mit dem Amboss ins Gesicht, das muss richtig wehtun. Aber, besiegt ist besiegt. Und hier sind Spuren von Magie. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Hier sonst irgendwie rein? Ich nehme auch einen Besen, so ist nicht. Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte. Wollen die Tür irgendwie öffnen oder so? Komm mal rein. Der muss da wirklich noch was. Sogar drin. Da wollen wir mal gucken gehen. Ah, hier.
Nehme ich. So. Aber der Händler ist nicht auf meine Karte, ne? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Nee, tut mir leid. Es war mir ein Vergnügen. Revelio. Hey, der geht doch gar nicht auf die Karte. Interessant. Ja, bravo, Skettin. Spenden haben kein Recht, sie zu leben. Revelio. Ich habe so viele Fehler ausgeführt. Alle Schuldigen noch mit. Confringo. Okay, das ist halt nicht nur die eine, ne? Mal gucken hier. Da müssen wir noch mehr davon sein. Da ist eine. Da ist eine. Da, eins, zwei, drei. Ich muss erst die nehmen. Und dann das war gar nicht so knifflig, Merlin. Boom. Den habe ich heute Morgen mal gesehen. Ach krass. Man muss halt nur gucken, welche man zuerst sind. Dann geht das. Oder wo die alle sind. Da soll ich lang? Komm hin ich von hier? Revelio! Ja. Junge! Das mit dem Arm, was ich liebe, ist. Revelio. Und Revelio ist halt das Wichtigste, was du hier machen kannst. Also ist das mit dem Amboss echt cool. Ja, auf jeden Fall. Was ich noch nicht verstanden habe, ist das hier. Oh, was? Oh, jetzt hast du verstanden. Toll. Dann weiß ich jetzt, wie ich bei dem anderen Ding vorankomme. Ich bin bei dem anderen, was ich da. Ich habe schon mal so einen Torbogen gefunden.
Bin aber nur durch eine Seite durchgegangen, nicht durch beide. Der gleiche Fehler wie eben. Aber gehen wir nochmal da lang. Hier durch. Cool, was ist das denn gemacht? Ich habe einen Wallhack benutzt. Die jugendliche Artemisia spielte eine entscheidende Rolle bei Oinons Entwicklung zum Zauberer. Aber auch bei seinem Niedergang in die Dunkelheit, denn beide schürten gegenseitig ihre Verachtung für ihre Muggeleltern. Und so wie Oinon sich veränderte, so taten es auch die Ergebnisse seiner Arbeit. Die Hecken, die er pflegte, wurden bösartig und unberechenbar. Die Hochzeit von Oinon und Artemisia verlief kurios, denn sowohl Artemisias Muggelvater als auch Oinons Muggelfamilie waren eingeladen. Es wird vermutet, dass Oinons Familie die Hochzeit gemieden hätte, wenn es nicht Gerüchte über Artemisias beträchtliche Mitgift gegeben hätte, bei der es sich nicht um einen Haufen Gold handelte, sondern um ein einzelnes goldenes Medaillon, das mit dem Emino-Fluch belegt war. Ihre Gier angelockt, willigten die Muggel ein, die Hochzeit beizuwohnen. Ist das alles, was man hier finden kann? Oder kann man hier noch mehr finden? Weil das Zeichen wird ja bestehen, oder? Das ist die Frage, ob man noch mehr finden kann, weil das Zeichen ist ja immer noch da. Gut. Oh ja, hier ist noch Geld. Jetzt ist alles gut. Revelio. Lazio. Komm schon. Ich will doch nur helfen. Sehr schön. Ganz ruhig. Ein Schatzeventer. Ja, dachte ich auch, aber. Warte mal, ich wäre jetzt alles durchgegangen. Rivelio. Lazio. Incendios. Oh. Ups. Also grillen wollte ich die Kröte eigentlich nicht. Ich pass auf Rivelio. Da ist noch eine Kröte. Lazio. Ja. Gut, ein paar Kröten gefangen haben wir noch, wenn wir schon mal unterwegs waren.
Können wir mal zu Upper Hawksfield gehen. Und dann noch eine Kiste mitnehmen. Ah, neue Dings. Neuer Stabgriff. Sehr cool. Ah, Upper Hawksfield. Wo ist jetzt Mrs. Brockle? Renrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Vier Aufgaben. Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Alles klar, Dexter. Mach das mal. Wie kam Ihr Bruder Bardolf nach St. Mungo? Ach, Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an einer Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Renrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Ja, ja, immer die Hilfe bei den Kriminellen suchen. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Wir sollten nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Erstmal die Quest hier holen. Die Lage verschlimmert sich. Schade, dass Bardolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ja. Habt ihr welche da? Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke. Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihm gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck
hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Ja, ist das zu fassen? Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei, aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Oh, wie sie redet, sie regt mich so auf, ne? Mrs. Brottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Hä, ich hab doch... Was mir ich abgegeben? Erstmal was essen. Erstmal rein was essen, ganz wichtig. Aber cool, der nächste Stopp. Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Verzeihung, haben Sie gerade Bardolf Beaumont erwähnt? Oh, hallo. Wie schön, Sie zu sehen. Und ja, das habe ich. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ja, das werden wir sehen. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Ja. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn Sie mit ihr reden wollen. Erstmal ein paar Kisten finden. Hier zufällig alle rumliegen. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Hallo, Homura. Haben wir. Dann machen wir mal kurz Nacht, ne? Du gehörst mir, Danny Geis. Oh, hi. Hör mal, in diesem Haus hingelegt, scheißegal. Ey, ich wollte den Danny Geis haben. Taxi der Mii-Wandbehänge. Nice. Revelio. So, dann ist hier noch was. Hallo, Homura. Revelio. Die Kiste. Und...
Wird da gerne ran irgendwie? Aha. Und hier ist eine Kiste. Sehr gut. Ein paar Bohnen noch mitnehmen. Und jetzt Aufgaben. So ein paar haben wir. Der Mann hinter dem Mond. Hier. Die mache ich zuerst. Das ist die Aufgabe mit den Dings. Mit der Höhle und der Schachtel. Eine Quest nach der anderen. Annehmen können wir alle, aber eine nach der anderen machen. Wer hier wohl gelebt hat? Revelio. Denken Sie sich gesund? Jetzt müssen wir Feuer. So. Oh, warte mal, ich bin voll falsch. Oh. Oh, jetzt noch mal was von Merlin. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Oh, ja, klar. Geschafft. Ah, warte mal. Gleich noch mehr Ausrüstungsplätze. Und Talentpunkt. Für. Super. Arresto Momentum. Erstmal das. Ach ja, und dann die Herausforderung. Kampf. Haben wir hier bitte Kobolde? Noch mehr? Achso, die neue davon, ja gut. Erkundung. Hier, Merlins. Mehr Platz zur Ausrüstung, geil. Haben wir noch? Handbuchseiten. Hier. Wir sind gut dabei. Muss ich sagen. Inventory. Gut, hier haben wir neue Stile, neue Griffe, das ist aber egal. Das lassen wir erstmal. Hier ist nix. Hier ist neuer Hut.
Ja gut, damit haben wir das, damit weniger Offensive, aber Defensive steigt halt, weil die Defensive eh stärker war schon vorher. Das müssen wir wieder neu verzaubern am Ende. Aber nicht so schlimm. Vier neue Inventarplätze freigeschaltet, nice.